Hallo, mein Name ist Christian Freisleben. Ich arbeite bei SKILL, dem Hochschuldidaktischen Zentrum der Fachhochschule St. Pölten und bin mitverantwortlich für Planung und Umsetzung des Tag der Lehre. Die Teilnahme dort ist kostenlos möglich und Anmeldungen bitte jetzt sofort umsetzen. Und wir freuen uns schon auf ganz viele Menschen, die da live online dabei sind. Und zwei fantastische Referenten, Referentinnen, die da uns begleiten werden, sind jetzt bei mir. Und ich darf bitten, liebe Steffi, stell dich vor. Hallo, mein Name ist Stefanie Größbacher, Fachhochschule St. Pölten aus dem HCI-Team des Creative Media Institutes of Technology. Gernot. Ja, hallo, mein Name ist Gernot Rottermanner. Ich bin Researcher an der Fachhochschule St. Pölten und ebenfalls wie die Steffi im HCI-Team hier der FH tätig. Wunderbar. Lieber Gernot, was habt nur ihr beim Tag der Lehre vor? Was werdet ihr da einbringen? Ja, wir werden einbringen Erfahrungsberichte aus der Lehre. Ja, durch die aktuelle Corona-Situation hat sie uns auch sogar mal erwischt in unserer Lehrveranstaltung Usability Evaluation. Kurz zur Lehrveranstaltung. Wir führen diese Lehrveranstaltung zu einem großen Teil auch im Usability Labor durch. Das ist ein Labor hier in der Fachhochschule St. Pölten, wo wir professionelle Usability-Tests oder in einer professionellen Umgebung auch testen können, mit einem Testraum, mit einem Beobachtungsraum und hier auch sehr große und komplexe Tests, sage ich mal, hauptsächlich Usability-Tests durchführen können. Das Problem war, wie gesagt, auch in diesem Fall, dass diese Lehreinheiten eigentlich genau in der Phase des Corona-Lockdowns stattfinden hätten sollen. Wir haben da frühzeitig entschieden, dass wir diese Tests auch, wie viele andere dann sozusagen, auf einen Fernmodus umstellen, auf eine Online-Variante. Wir haben das immer wieder unterrichtet an der FH, wie das grundsätzlich ausschauen könnte, so ein Fachjargon Remote-Test dann, aber haben das noch nie in einem so großen Umfang in der Lehrveranstaltung auch wirklich ausprobiert und das war für uns eigentlich sowohl für uns als auch die Studierenden ganz was Neues, so genau. Und wir haben eigentlich gemeinsam dann mit den Studierenden immer wieder an einer sozusagen einer Checklist gearbeitet, einem Dokument, wo das Feedback der Studierenden als auch unsere Erfahrungen immer wieder eingeflossen sind in Vorbereitung auf diese Remote-Tests, haben dann die Tests hier dann online durchgeführt. Insgesamt waren es circa 48 also Online-Tests, also doch auch recht viele, in insgesamt 12 Gruppen. Und da sind einiges an Erfahrungen eigentlich dort zusammengekommen. Und wir wollen diese Erfahrungen hier auch wieder, wie gesagt, beim Tag der Lehre dann auch vorstellen. Unter anderem auch Ergebnisse präsentieren von einer Online-Umfrage, die wir dann am Ende des Semesters auch sozusagen im eigenen Fragebogen auch durchgeführt haben. Und hier ein bisschen Einblick geben, wie die Studierenden das sozusagen aufgefasst haben. Okay. Steffi, so zwei oder drei Erkenntnisse aus diesem Tun, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder die du als besonders wichtig, wertvoll erlebst. Ja, was man schon sagen kann, die Studierenden haben sich sehr rascher umstellen können. Natürlich hat die Fernlehre ihre eigenen Probleme mit sich gebracht, aber insgesamt waren sie sehr flexibel und haben sich ja wirklich bemüht, da trotz den aktuellen Umständen die Lehre auch anzunehmen. Das kann man schon sehr gut sagen, glaube ich. Und die Erkenntnisse selber, die Checkliste hat relativ gut funktioniert. Es hat ein bisschen, ja, Probleme, würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat für uns dann auch die Schwierigkeit gegeben, einmal wirklich die Tools alle zusammenzufinden, weil es so viele Möglichkeiten gegeben hat. Und da wäre es eben auch wichtig, dass die Studierenden vor Anfang auch klar wissen, wo sie was für Sachen finden und dass man das halt auch eher kompakt hält, wo die Sachen dann auch wirklich auffindbar sind und nicht zu viel Möglichkeiten auch genutzt werden, weil das dann auch wieder für Verwirrung sorgt. Okay, danke Steffi. Gernot, wenn du das, nachdem das ja wiederkommen wird, was würdest du so in einer nächsten Iteration jetzt basierend auf dem, was wäre so ein wesentlicher Veränderungsschritt, den du da vornehmen würdest? Ja, also wie gesagt, die Steffi schon erwähnt hat, wir haben sehr, sehr viele Erkenntnisse gesammelt, auch im Rahmen dieser Lehre. Und es war eigentlich, finde ich, für uns doch auch eine spannende Situation. Wir hätten das so eigentlich nie in diesem Ausmaß sozusagen auch wirklich ausprobiert, solche Remote-Tests. Das heißt, die Situation hat uns eigentlich dazu gezwungen und eigentlich viele neue Erkenntnisse eben gebracht. Wie gesagt, wir haben viel gesammelt
an Informationen und sicher, also ein großer Punkt ist einfach, das Usability Labor ist fertig eingerichtet, wir haben die ganze Software vor Ort, ja. Wir merken das ja alle tagtäglich jetzt, wenn wir Videokonferencing-Tools verwenden. Es sind sehr viele Parameter, die man einfach beachten muss. Und hier geht es vor allem bei Usability-Tests auch darum, dass ich als Moderation oder als Beobachtung möglichst viele Informationen halt sehe und mitbekomme. Wenn es da technische Probleme gibt, dann verliere ich auch Informationen. Und wir haben eigentlich versucht, in der Checkliste möglichst alle oder viele Problemchen, die so auftreten können, und sei es eben nur zum Beispiel die Wahl des Mikrofons zum Beispiel oder dass man in einem ruhigen Raum sitzen sollte und nicht während des Tests dann die Mutter reinkommt und sagt, ist das fertig. Ja? Also ist ja alles passiert, haben wir als Studierende erzählt, also eine neue Situation einfach. Und vor allem für solche Usability-Tests, wo ja sehr stark natürlich zum Beispiel einer Webseite, die wir getestet haben, auch Informationen sammeln will, kann es eben hinderlich sein, was im Labor überhaupt nicht so ist. Also wir haben hier vor allem aus technischer Sicht viele Informationen einfach gesammelt und haben aber auch erkannt, sozusagen, dass die Studierenden einfach jetzt viel flexibler waren in dieser Testsituation. Sie haben jederzeit, auch am Wochenende, am Abend, haben sie testen können, was durch das Labor und unsere gute Raumbuchung, sage ich mal, an der FH, durchaus eine Herausforderung war. Ja. Also wir haben viele Erkenntnisse sammeln können. Und der Plan ist, wie gesagt, wir werden das nächstes Jahr wieder haben, die Lehrveranstaltung, dass wir auch da hauptsächlich sozusagen, also remote auch in den Vordergrund stellen werden, das Labor entsprechend auch vorstellen werden. Aber gerade für Websites-Tests ist dann eigentlich die Remote-Tests eigentlich ein sehr gutes Werkzeug, auch für die weiteren, sagen wir, Bachelorarbeiten oder für den Beruf dann einfach, wo man eigentlich, glaube ich, sehr viel mitgeben kann und, glaube ich, vor allem diese Checklist einfach ein Dokument da ist, was die Studierenden dann außerhalb oder nach dem Studium verwenden können und auch direkt einsetzen können. Und das Tolle ist auch, dass man mit sehr, sehr geringen Kosten solche Tests durchführen kann. Ein Labor kostet einfach viel mehr, sage ich mal. Ja. Und das will man eigentlich den Studierenden mitgeben, dass man sagt, man kann flexibel und schnell und günstig eigentlich solche Tests machen. Wunderbar. Dann freuen wir uns schon sehr auf euren Beitrag beim Tag der Lehre. Der findet, wie gesagt, statt am 22. Oktober online. Jetzt anmelden. Bis dahin, alles Gute. Und passt auf euch auf.